Deswegen hat man mir den Tipp gegeben, hierher so schnell wie möglich hierher fahren und das Ganze noch abfilmen. Es gibt noch ein Highlight aus Kriegszeiten. Ich hoffe, es steht noch und es ist noch und ich finde es überhaupt auf diesem Riesenareal. Ach, das meinte man, Jäger, du wirst in jedem Raum was Interessantes finden. Aber hier waren die Waschräume früher. Da ist doch alles zugebreddert. Das kann natürlich sein, dass sie das komplett zugemacht haben. Guck dich das mal an. Es ist hier vergittert. Verrammelt, verriegelt, vergittert. Dass man hier noch Geräte findet, ne? Kann er sich mal bitte orientieren? Geil. Hier ist die Wohnsiedlung höchstwahrscheinlich. Oh, mega, Freunde. Guckt euch das mal an. Und so sind immer mehrere Straßen hintereinander. Mit all diesen Häusern. So, und jetzt ist das passiert, was ich befürchtet hatte. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sehen kann. Die orangen Männer sind alle hier. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem Kanal. Ja, ich weiß nicht, ob ich den kleinen Vlog vorweg mit reinnehme. Deswegen mache ich jetzt auch mal offiziell eine Anmoderation, ein Intro. Ich habe 3 Stunden Autofahrt hinter mir, knapp 3 Stunden, ein bisschen rüber. Über 300 Kilometer abgerissen, um dieses Objekt hier zu erkunden. Ich will noch nicht zu viel verraten. Wir machen es kurz. Ich habe auch wieder sehr clever geparkt. Ne? Das Problem ist, das ist ein riesen Baustellengebiet. Also das Areal ist riesig, wirklich riesig. Man hat hier schon viel abgerissen und man ist dabei, ich glaube, alles abzureißen. Deswegen hat man mir den Tipp gegeben, hierher so schnell wie möglich hierher fahren und das Ganze noch abfilmen. Es gibt noch ein Highlight aus Kriegszeiten. Ich hoffe, es steht noch und es ist noch und ich finde es überhaupt auf diesem Riesenareal. Überall sind Bauarbeiten, Radlader fahren umher, Baufahrzeuge, deswegen muss ich sehr vorsichtig sein. Ich konnte nirgendwo anders parken, weil hier finden momentan keine Bauarbeiten statt. Hier wurde schon abgeholzt. Was quasi nicht so lange, ihr wollt den Lost Place sehen, wie immer heißt es. Kommt einfach mal mit. So, machen wir nochmal eine kleine Kameraumfahrt. Hier rum sind die ganzen Container mit den ganzen Büros. Und das Areal ist riesig. Das ist nur ein kleiner Teil. Da hinten wurde schon viel abgerissen. Dort finden Bauarbeiten statt. Und ja, es ist mega, Freunde. Das ist einfach mega. Ihr habt Objekte oder auch verlassene Orte, die wir unbedingt abfilmen sollen? Dann lasst es uns wissen. Schreibt uns auf Instagram. Alle Links findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. So, wir gehen mal rein ins erste Gebäude. Ich habe schon mal geguckt. Oha, guckt mal, hier geht's in den Keller rein. Oha. Moment mal. Taschenlampe. So. Ja, das stammt aus Kriegszeiten. Ich weiß gar nicht, wann es erbaut wurde. Da muss ich mal nachgoogeln. Und dann schreibe ich euch das nochmal in die Beschreibung rein oder dementsprechend. Oha. Natürlich ist ja alles kernsaniert. Ne? Oh. Und dann haben die ehemalige Sowjetunion, ich sag mal so, hat es damals genutzt. Hier sind auch noch ein paar Relikte zu sehen. Oh, guck dich das mal an. Die weiten, riesigen Kellergänge. Aber bevor man mich erwischt, möchte ich doch gern das Highlight mit euch aufsuchen. Der Raum mit der Riesenzeichnung. Ich weiß nicht, komme ich hier auch durch den Keller rum in die anderen Gebäude oder ist hier nur... Nee, hier komme ich nicht. Gut, okay. Dann gehen wir mal wieder hoch. Hier. Das ist aber noch ein älterer Schuh, oder? Hier liegen noch ein Schuh. Da auch noch ein Schuh. Krass. Ja, nun weiß man nicht, aus welcher Zeit das stammt. Hier. 1956, okay. Was immer das auch bedeuten mag. Ich glaube nicht, dass einer das 1956 herangeschrieben hat. Oh. Wir nehmen erstmal dieses Objekt mit.
Wow. Also von der Architektur her ist das schon gigantisch, Freunde. Was ist das denn? Ach, das meinte man, Jäger, du wirst in jedem Raum was Interessantes finden. Das sah mal aus wie so ein, ja, Blumenbeet, ne? Kann man ja sagen. Okay, ich muss mal versuchen, erstmal ohne Licht zu filmen. Boah. Oh, Freunde, das hat was, das ist gigantisch. So, hier könnt ihr mal sehen. Ah, hier noch eine Art Nachbau vom Kamin. Dort sind die ganzen. Okay. Okay. Die ganzen Baufahrzeuge. Moment mal, ich muss mal gucken, was die da machen. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Sicherheitsdienst umherfährt. Aber guckt mal da hinten, die ganzen kleinen Häuser. Da hinten. Ich denke mal, das waren die Wohnungen. Die gehören alle noch dazu. So, was machen die jetzt da? Ja. Entweder man erwischt mich oder man erwischt mich nicht, ne? Das Risiko muss man halt ein bisschen eingehen. Das Feeling ist geil hier. So, wir gehen mal diese Treppe hier hoch. Das ist mal wieder Lost Place pur, Freunde. Aber ich will ja mit euch, wie gesagt, noch zum Highlight. Aber da muss ich höchstwahrscheinlich noch mal mein Navi rausholen, weil man hat mir den genauen Standort geschickt. Boah, Freunde, das ist ja heftig. Hieran kann man noch erkennen. Russische Schrift. Kann mir mal jemand übersetzen, falls das einer weiß? Hier auch schon Messpunkte. So. Mega. Hier kann ich nicht mit Licht arbeiten, weil, wie gesagt, da drüben sind die ganzen Architektenbüros und die Bauleiter und so. Aber hier waren die Waschräume früher. Guckt euch mal an. Die Waschbecken. Was heißt die Waschbecken? Das ist ja eigentlich nur ein großes Waschbecken. Krass. Sehr beeindruckend. Also ich kann immer wieder nur sagen, wenn man auf der Couch zu Hause vorm Fernseher schon sitzt und sagt, wow, dann müsst ihr mal, oh, müsst ihr mal vor Ort sein. Diese Atmosphäre, das ist unbeschreiblich, ist das. Ja, wir gehen mal hoch. Hier höchstwahrscheinlich auch noch aus den Zeiten, als die Russen das genutzt haben. Ich denke mal, aus Nazi-Zeiten werden wir nicht mehr viele Relikte finden, aber es soll ja noch das eine oder andere zu sehen sein. Oh, hier ist aber auch wirklich einsturzgefährdet. Guckt euch das an. Das ist lebensmüde. Hier gehe ich natürlich nicht rauf. Da hinten das Fenster. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das ist schon komplett schief, weil die Wand dort hinten schon eingefallen ist. Gut, hier gehen wir raus. Ich halte es für besser, wenn wir hier rausgehen. Kamera lassen wir natürlich laufen. Es passieren die besten Dinge immer, wenn die Kamera aus. Oh, die Tür. Das muss ich euch zeigen. 1970 ist da eingeritzt. Ja. Ich habe natürlich echt beschissen geparkt. Hier auch wieder irgendwas auf Russisch. Zimmer 30. Ist das gigantisch, Freunde. Also das verschlägt mir gerade die Sprache. Und wenn man überlegt, das ist ja nur ein Gebäude. Hier sind zig von diesen Gebäuden hier. Da drüben muss das Highlight irgendwo sein. Da drüben. Da muss ich irgendwie hinkommen. Ihr seht, ne, hier wird alles erneuert. Baustraßen gemacht. Da nochmal. Die Wohnhäuser. Das könnte man alles durchgehen, ne? Komplett. Das könnte man alles durchgehen, aber Junge, wie lange soll ich denn hier laufen? Oha! Hier. Typisch tapeziert.
mit russischen Zeitungen. Ja, das ist ja cool. Von 1988. Also noch gar nicht so alt, ne? Krass. Mega. Oh! Junge, hier hat der Boden eben nachgegeben. Könnt ihr da die Fußspur sehen? Hier liegt noch das Parkett. Hier liegt noch das Parkett. So, wie mache ich denn das jetzt hier am besten zurück? Einen großen Schritt. Hier sind aber auch keine weiteren Fußspuren, wa? Gut, vielleicht bin ich auch im uninteressanten Teil vom Gebäude. So, auf geht's. Jetzt heißt es natürlich unauffällig rüberkommen. Ja, ich kann euch natürlich nicht viel zeigen hier. Es ist halt eine Ruine. Aber von der schieren Größe her, und ich komme hier gar nicht raus, wo bin ich denn rausgekommen? Und von der Architektur her und von der Geschichte her, es ist einfach gigantisch, Freunde. Man hat hier schon viele Gebäude abgerissen. So, jetzt muss ich mal ruhig sein. Und gucken, ob einer schon mein Auto entdeckt hat. Nö. Er hat auch wieder geparkt, ne? So, jetzt ist die Gefahr natürlich groß. Da hinten fährt schon wieder ein Baufahrzeug, das noch nicht sieht. Ich habe gedacht, ich komme durchs Gebäude hier. Irgendwie nach da vorne hin. Ist natürlich nicht gut, dass man hier schon alles abgeholzt hat. Weil hätte ich mich schön verstecken können. Da hinten fährt das Baufahrzeug. Aber es ist sehr riskant hier, Freunde. Das ist mega. Boah, hier kommt ein Schimmel hoch entgegen. Da kann ich aber nicht lang. Aber ich muss in das Gebäude rein. Ne? Bauarbeiten. Furchtbar, Freunde. Furchtbar. Aber ich will dahin. Ich riskiere das jetzt einfach. Ist auch alles zugebreddert. Das kann natürlich sein, dass sie das komplett zugemacht haben, weil die Urbex-Szene, das ist ja, dieser Platz ist ja wirklich sehr bekannt in der Urbex. Oh, hier kann mich überall einen erwischen, weil hier sind überall Baufahrzeugwege, also Baustraßen. Da hinten stehen sie. Entweder machen sie gerade Frühstück. Krass, Freunde. So, man kann mich jetzt sehen. Das ist toll. Ich glaube, da muss ich aber hin. Also da. Ich mach's einfach, ich will das sehen. Wenn ich muss ich mal kurz das Handy raus und boah. Hier weißt du gar nicht, wo du zuerst drin gehen sollst. So, jetzt bin ich wieder auf. Ja, ich glaube, da gehen wir mal rein. Ne? Da ist alles schön zugebrettert. Das wird gigantisch werden. Aber es ist auch sehr riskant. Weil da sind gleich das frische Kies aufgeladen. Jetzt könnt ihr mal sehen. Und das ist nur ein kleiner Teil. Könnt ihr noch ganz hinten sehen. Die Wohnblöcke, die alten. Das ist unglaublich, das Gelände hier. Und das da hat man schon alles abgerissen komplett. Ein mega riesen gigantischer Komplex. So. Ich muss das Gebäude finden. Hier mal was von der Architektur so zu sehen. Und ich verschwinde jetzt mal rein und werde mal das Handy starten, damit ich mal weiß, wo ich hin muss. Aha, natürlich. Brombeersträucher, warum auch nicht? Oh, die Tür lädt doch ein, ne? Ja, hier verläuft sie. Ah, Fußspuren sind hier. Guckt, hier hat man alles
mal gesichert früher. Die ganz alte Steckdose noch. Ja. Ab nach oben. Handy schnappen. Ich wäre gern mit der Drohne hier rüber geflogen, aber ich glaube, das wird nichts. Oh, guck dich das mal an. Es ist hier vergittert. Das ist ja mega. Wow. Hier tropft das Wasser durch die Decke. Die Natur gewinnt immer. Und guckt euch das mal an hier. Verrammelt, verriegelt, vergittert. Da müssen wir noch hoch, ne? Warum man das vergittert hat. Das kann ich euch nicht sagen, aber das werden wir uns angucken. Hier auch wieder eine russische Zeitung. Hier ist ein Vorhang irgendwie, ne? Okay. Was war das denn? Wow. Das ist beeindruckend, Freunde. Aber hier auch. Hier sind ja auch Kinder. Guck mal. Ich glaube, ohne Licht sieht man das besser. Das ist hier der Fuß und meiner dagegen. Dass man hier noch Geräte findet, ne? Okay, hier ist noch ein Raum. Aber hier ist eine gute Chance. Oh, das ist gigantisch, Freunde. Guckt es euch an. Ich weiß, ich sage das immer zu oft. Guckt es euch an oder könnt ihr das sehen. Aber wenn man so im Fieber ist, das ist einfach unfassbar hier. Das Ding hat richtig Flair. Ach so, wir wollten noch nach oben gehen, ne? Wir gehen noch nach oben und die Nase läuft wieder. Jawohl, moin. Hier konnte man noch richtig abriegeln. Ich will mit euch eigentlich nur zum Highlight gehen, weil ich kann natürlich mit euch die Baracken durchgehen. Ihr glaubt, das Flair kann ich sonst so nicht rüberbringen. Ich versuche es ja immer mit Musik und sowas. Alles im Hintergrund ein bisschen. Was ist das denn hier? Achso, ist nur eine Abdeckung. Gigantisch vorne. Ich hänge hier irgendwo fest. Ja, am Nagel, kleinen Augenblick. Oh, wir hängen wirklich fest. So, jetzt kann ich auch mal kurz hin. Da hinten die Baracken. Oder die Wohnhäuser. Mega. Hoffentlich findet mein Auto nachher wieder. Nicht, dass ich nachher noch. Achso, hier ging es einfach nur zum Dachboden. Achso, den muss man. Den muss man so verbarrikadieren. Oh nee, Freunde. Da kann man hier auch nicht machen. Hier ist die Tür auch noch zu. Nee, 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 nee. Geil. Die alte Flasche hier, ja. Kenne ich so gar nicht, die Form. Gut, Freunde, machen wir mal Selfie-Modus. Wir sind ja sehr gut vorbereitet. Starten. Eine Minute. Okay. Lautsprecher auf stumm. Ja, gut. Freunde, ich hab's. Es geht los. Wir folgen dem Navi. Ich muss jetzt mal wieder gucken. Hier ist nichts. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Dann gehen wir da hin, ne? Ach nee, das ist genau das Ding, was sie abgebrettert haben. Ja. Oh nein, ist nicht euer Ernst. So. Da ist ein Bauarbeiter, habt ihr gesehen? Ist natürlich doof jetzt
Ich sag's mal ganz ehrlich, ohne Werbung zu machen. Früher hatte ich immer Engelbert und Strauß Sachen an, ne? Und oh, die arbeiten überall. Jetzt hänge ich fest. Und da ist mir nicht aufgefallen. Arbeitsklamotten an, jetzt mit den anderen Sachen, die typischen Urbex-Sachen. Okay, dann heißt es einfach querfeldein. Und die Kamera ein bisschen niedriger halten. Von hinten können Sie mich natürlich jetzt sehen. Ich kann auch gar nicht sagen, wohin die Kamera leuchtet. Schön wieder durch die Modder, erster Lost Place und ich sehe wieder aus wie Sau. Ich hätte mir mal auch meine orange Bauarbeiterjacke mitnehmen sollen. Und keinen Rucksack, weil damit fällt man ja richtig auf hier. Ich drehe mich auch gar nicht um. Ja, entweder schicken Sie einen Sicherheitsdienst oder denen ist das egal hier, ne? Ich denke mal, ich bin ja nicht der erste Urbexer hier, oder ich weiß es ja. So, ja, ich entferne mich immer mehr vom Objekt. Ich versuche natürlich jetzt von hinten ranzukommen. Ja. Hier ist aber auch alles abgeholzt, ne? Das wird das Ding da hinten sein. Shit, jetzt nehme ich euch hier mit. Und komm nicht zum Highlight. Das ist doch mal unglaublich, ey. Na gut, von hinten. Wir geben ja nicht auf, ne? Hier ist schon richtige Urbex-Fahrt. Hier arbeiten sie auch. Das ist gut. Oh, wie riesig ist denn dieses Areal? Unfassbar. So. Hier komme ich bestimmt auch nicht hin, weil da höre ich das gibt's doch nicht. Ist es das Ding? Eingerüstet? Wo bin ich denn? Ich bin da. Und ich muss... Kann er sich mal bitte orientieren? Ich muss zurück. Nee. Genau das Ding, was sie jetzt hier sanieren. Ich werde bekloppt, Freunde. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Da hinten wird gearbeitet. Meine Fresse. Ja, hier fahren überall Baufahrzeuge und hier ist überall Bewegung. Ja, Freunde, ich glaube, das können wir abschminken heute. Ich guck mal, ob ich irgendwo reinkomme da. Das wird das. Ja, das wird das Objekt sein da. Mhm. Ist alles zu. Vielleicht komme ich noch ins Nebengebäude rein. Das ist ja unfassbar hier. Da ist ein Loch. Oh, dann gehen wir da einfach mal hin, ne? Aber das ist ja auch nur hier so ein kleines Fenster wie hier. Da passe ich ja gar nicht durch. Schade.
Ja, wenn nicht, gehen wir nochmal so ein Wohnhaus da hinten angucken. Arbeitsklamotten müssen wir jetzt anhaben. Ne? Ohne Rucksack, Bauhelm, Warnweste an, auffälligste im unauffälligsten. So, da stehen sie auch. Alter, es ist ja unglaublich hier. Die arbeiten gerade an dem Trakt. Da, wo ich rein will. Ja, ich glaube, das historische Ding wird auch erhalten. Oh, hier ist ein Bauwagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Freunde. Hier ist alles voller Motte. Ich werde aussehen nachher. Aber oh, ich will da rein. Koste es, was es wolle. Ja. Nehmen wir mal den ganz offiziellen Weg, ne? Gott, Freunde, ich weiß gar nicht. Hier überall wird gearbeitet. Jetzt kann ich froh sein, dass der da hinten, der strahlt irgendwas ab, Sand strahlt oder so. Ein bisschen Lärm macht, jetzt ist vorbei. Jetzt hat er aufgehört. Ist doch nett, dass man mir eine Rüstung hingestellt hat, oder? Aber das wird nicht das Objekt sein, was ich meine. Wir gucken mal. Ja. Hier ist ja schon alles kernsaniert. Das Ding können wir vergessen hier. Da komme ich leider zu spät. Wo ich denn jetzt meine Taschenlampe? Dann wird es mit den anderen auch so sein, wo die Bretter schon vor sind. Ich blende euch mal ein Bild ein. Hier ist alles kernsaniert. Also das lohnt sich nicht mehr. Hier brauchen wir auch nicht weitergehen. Ich blende euch mal ein Bild ein, was ich euch zeigen wollte. Das Bild kennt ihr. Den Ort wollte ich besuchen. Ich wollte euch das Bild zeigen. Ja, aber hier brauche ich nicht weitergehen, Freunde. Das ist Quatsch. Dann gehen wir lieber noch mal in so ein Wohnhaus rein, was schon richtig urig ist. Das ärgert mich jetzt, ne? Aber hier sind auch zig Fußspuren. Muss Licht wieder ausmachen. Es ist geil. Hat man oben auch schon einen Kern? Ja. So ein Mist. Ja, Jäger. Vorhin Jäger, eine Woche später ist Jäger hingefahren. Aber es ist zu spät. Diese Gebäude sind fertig, kernsaniert. Scheiße, Freunde. Okay, dann zeigen wir euch noch was Interessantes und gehen mal zu einem Wohnhaus. Aber es hat auch was hier, ne? Hier ist die Wohnsiedlung, ist wahrscheinlich, oh, mega, Freunde. Guckt euch das mal an. Eine ganze Stadt, ein ganzes Dorf ist das hier. Jetzt weiß ich auch, was man damit meint. Du kannst hier Stunden verbringen, das ist total richtig. Oh, jetzt hat mir ein Ast im Gesicht geschlagen. So, wir nehmen ein Haus mit. Und dann gehen wir wieder zurück zum Auto. Sollte ich das lieber sein lassen? Ich glaube ja. Krass, Freunde. Was? Hier bist du reingegangen zum Baden? Durch diese schmale Tür hier? Das ist nicht das. Boah! Tatsache. Guckt euch das mal an. Jetzt sagt er jetzt schon wieder. Aber schön mit Holz vertäfelt, ne? Alter, das ist doch nicht normal. Guckt euch mal die kleine Tür an.
Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, ne? Ist ja mordsgefährlich hier. Hier, das ist eine normale Tür. Was heißt normal? Das ist so klein, wie sie früher waren. Da stoße ich mir den Kopf. Und da, die ist halb so groß und halb so breit. So hat man früher. Okay. Ja, und so hat man früher auch. Okay. Nee, Freunde. Also ich muss hier raus. Was mache ich denn hier? Da ist ja beklopft in der Birne. Aber das hat schon was, ne? The Village. Ja, nee. Guckt euch das an. Das geht hier hinten komplett weiter. Und wenn man weiß, die haben schon, schätze ich mal, gut die Hälfte komplett abgerissen. Aber wie geil auch, ne? Die führt die Straße lang. So, und dann kam man morgens raus, hat seine Zeitung aus dem Briefkasten geholt. Oder was war das hier? Die haben doch hier gewohnt, oder nicht? Na, hast du gut geschlafen? Ach, das ist ja ein gigantisches Bild. Wow. Und so sind immer mehrere Straßen hintereinander. Mit all diesen Häusern. Genial. Also das hat was, Freunde. Das ist schon ein Besuch alleine wert. Hier seht ihr da hinten? Da, die ganzen Häuser, das geht so weiter. Wir können ja mit dem Auto nachher mal langfahren hier. Was wollen sie denn? Mehr als mich vom Platz verweisen? Können sie ja nicht. Ne? Boah. Einfach gigantisch. Also ich bin echt sprachlos. Jetzt kann ich mal sagen, zum Glück haben sie schon ein bisschen abgeholzt. Jetzt sieht man das erst, sonst hätte man das alles gar nicht gesehen hier, ne? Wenn man jetzt hier so stehen würde. Die ganzen Häuser und so. Geil. Komm, in das Haus gehen wir nochmal rein. Dann nehmen wir euch nochmal mit. Aber ich könnte in der Mittagspause versuchen reinzukommen, ne? Das wäre natürlich aber idiotisch, weil wenn sie dann arbeiten, dann muss ich hier bis 16.30 Uhr bleiben. Ja, die Häuser sind doch alle gleich aufgebaut, ne? Da hinten gehen die Kasernen weiter oder was, das ist keine Ahnung. Unfassbar. Und fragt mich nicht, wo mein Auto steht, ich weiß es nicht. Ich hätte mal eine Markierung setzen sollen, dusselig. Ja. Heftig von. Boah. Muss ich mal gucken, wo ich hintrete hier, ne? Ja, hier haben die Russen gelebt. Darf man überhaupt mal Russen sagen, weil russische Zeitung überall hinter den Tapeten. Dass die nicht vor dem Fenster sind, wundert mich. Aber das Haus ist ein bisschen besser gehalten. Sagte er und plumpste durch. Ja komm. Freunde, scheiß drauf, ich gehe mit euch in den Keller. Schöne Häuser, ne? Also wenn die eine Familie mehr drin gewohnt hat, na gut, das lohnt sich nicht. Ja, hier kann man mich sogar einsperren. Gigantisch. Gigantisch. Oh, ist mir warm, Freunde. Erst frierst du und die haben die Decken vor die Tür gemacht. Seht ihr das? Mensch, ja, ihr seht das, ich weiß. Und hier auch. Decken vor die Tür. Weil das Haus ist so stabil. Kann man ja sogar noch hochgehen. Hier noch eine Hose zu finden, wa? Auch unglaublich, ne? Ist das so eine... Das sieht aus wie eine Sträflingshose. So, das war's aber auch hier. Weiter geht er nicht. Gibt auch nichts zu sehen. Es hat bloß vom Flair was, vom Charakter was hier. Von der Atmosphäre her. Mein erster Lost Place und die Schuhe. Naja, ich habe alles erledigt. Essen mit, nochmal vollgetankt. Ich brauche nirgendwo mehr rein. Und jetzt wenn ich auch scheißegal. Wollen wir nochmal da hinten hin? Mach ich aber die Kamera aus. Und wenn ich da bin. So, mein Mikro geht jetzt weiter weg. Ne? Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch gut. Weil da oben weht so eine Gardine raus. Das sieht auch cool aus. Gut. Ich mache die Kamera an, weil das hintere Gebäude sieht noch triffig aus. Ich mache die Kamera mal wieder an, wenn wir da sind. So, das ist das Objekt der Begierde, wo ich das Foto einblende oder schon eingeblendet habe.
Hier bin ich reingekommen. Das ist der Kern saniert. Da hinten steht noch keine Rüstung. Es könnte, oh, der Balkon da drüben, ne? Es könnte noch die Möglichkeit bestehen, dass das Highlight noch da ist. Aber ich komme einfach nicht ran. Hier sind überall Bauarbeiten. Da hinten ist einer gefahren gerade. Da vorne wurden hier 4, 5 Mann abgeladen. Ihr seht ja. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich glaube, wir hätten noch Glück. Aber die haben auch alles komplett zugemacht, ne? Ja gut, hätten wir doch vielleicht kein Glück gehabt. Gut, das da hinten gehört auch noch dazu, das dahinter. Das ist ja unglaublich. Was war denn das für ein Gelände hier? Also, so, jetzt gehen wir mal in die ein bisschen bessere erhaltenen, also von außen jedenfalls, Gebäude rein. Ja, das war ein sogenanntes Mehrfamilienhaus. Ja, mit mehreren Mietparteien. Ach, das kann sein, dass hier die, in Anführungszeichen, und immer darauf achten, den Tipp kann ich auch geben, ob die Türen hier noch Schlösser haben und zuschlagen können. Ne? Hier haben die einfacheren. Ja, die nicht so viel verdient haben, gewohnt. Rettet die Tropenwälder, Zensurübersicht. Das ist schon wieder so ein bisschen, ne? Man kommt auf einmal vom Uralten, da drüben, aus dem Fenster könnt ihr sehen, in so ein bisschen was Moderneres. Ach, hier ein Kalender. 96. Wir haben ein Datum. 1906, die Gardinen hier noch, ne? 1996, Freunde. Ja, und dann geht's hier weiter in die anderen Wohnungen. Ich glaube aber, das ist auch nicht gut, wenn ich da hochgehe. Aber geil. Dieses Objekt hat richtig was. Wir gehen nochmal in den Keller rein. Ja, hier ist eine ganz normale Wohnung. Also das ist, ne? Das ist Lost Place halt. Wir gehen jetzt nochmal in den Keller rein. Da könnte auch nochmal Interessantes sein. Und dann war's das. Oder es passiert noch was. Viele, Moment mal. Oh, guck mal, die ganze Horde Bauarbeiter da hinten. Könnt ihr die orange leuchtenden sehen? Mann oder was? Die haben mich jetzt gesehen, aber es interessiert mich auch scheiße, ganz ehrlich. Würdet ihr, wenn ihr hier arbeitet, hier rüberlaufen und was machst du hier? Wenn ihr einen Auftrag habt, hier auch immer aufpassen auf dem Lost Place, ne? Augen überall haben, ja, ganz normale Kellerräume. Gut, Freunde, dann werde ich mich mal verpieseln hier. Man hat mich jetzt schon oft genug gesehen. Wir gehen noch mal zum Dorf, nenne ich es mal einfach mal. Mal gucken, was die Leute jetzt da machen. Die stehen da, ja, die kommen mal nicht rüber. Interessiert mich auch nicht. Die kennen das bestimmt schon, das Bild hier. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem Gelände. Wahnsinn, was ist ein Wahnsinn. Ich muss mal ein bisschen mehr recherchieren. Das war alles urplötzlich gestern, dass ich diese Richtung einschlage hier. Und dann muss ich mal ein bisschen was vielleicht einsprechen oder so. Eigentlich könnte ich doch Drohnenaufnahmen machen, ne? Wen interessiert denn das hier? Ach so, jetzt fange ich schon an wie die anderen. Ich quassel hier, Moment, erstmal schick machen, Mütze muss sitzen, ich schwitze, Freunde. Hallo, Kamera drehen. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ist das geil? So, und jetzt ist das passiert, was ich befürchtet hatte. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sehen kann. Die orangen Männer sind alle hier. Ja. So. Mach mal so, dass man, ich denke, man filmt mich. Aber es ist ja gigantisch, Freunde. Mega. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Ich drehe mal die Kamera und gehe mal so ins Gebäude. Mehr als anquatschen können sie mich ja nicht. Ach, hier sind Führungen, richtig. Aha. Hier werden Führungen gemacht. Ich bin auch ein Dussel. Warum melde ich mich denn nicht bei so einer Führung an? Aber dass sie mich auch nicht angesprochen hat, ne? Oder soll ich mich einfach mal anschließen? Das ist ja geil, Freunde. Die kommen bestimmt auch da rein, wo ich rein bitte.
Das kann natürlich auch wieder nur mir passieren, ne? Hier gibt's Führung. Na, ist doch schön. Ich gehe mal hinterher. Vielleicht sehe ich ja noch, was Schickes hier. Ah, die Häuser sind geil. Aber mich wundert jetzt, dass die Verantwortliche nichts gesagt hat, ne? Also die Führerin. Oh, jetzt, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gesagt? Also die Gruppe, meine Fresse, die sich hier auskennt. Das passt dann natürlich auch zum Objekt, die Führerin. Ach so, die wurden vorhin mit dem Auto abgesetzt, ne? Oder mit dem Bus, was da war, so ein kleinen Bus. Jetzt machen sie ihren Rundgang. Ist ja interessant. Na gut, kommt mal mit, vielleicht passiert da noch was Schönes. Mal gucken, wo die hingehen, aber die Häuser sind gigantisch, ne? So. Jetzt seid ihr mal live mit dabei. Ich habe den Tipp ja bekommen. Jetzt werde ich mal eine Sprachnachricht dorthin schicken. Drückt mir die Daumen. Ja, ich habe gesagt, dass ich hier bin. Du wirst es nicht glauben. Hier werden Führungen gemacht. Pass mal auf, ich schicke dir gleich mal ein kleines Foto oder ein kleines Video. Du bist jetzt übrigens live mit dem Video drin, ne? Ins besagte Objekt der Begierde komme ich nicht rein. Dort sind Bauarbeiten, dort ist alles verbrettert. Ja, da hätte man dann hinfahren müssen, ich hoffe, du hörst mich durch den Wind, wenn hier keine Bauarbeiten sind. Aber so, jetzt bleibt die Führerin stehen. Jetzt gehe ich natürlich mal wieder woanders rein, ins nächste Haus. Ja, ich zeige dir gleich mal ein Foto. Ihr seid jetzt live mit dabei. So, kannst du die vielen orangen Jacken sehen? Das sind alles, ja, da brauche ich auch nicht hinterherlatschen. Ist auch geil, ich nehme ein Video gleichzeitig. Du bist jetzt im Video mit drin. Hier werden Führungen angeboten. Ah ja, gut. Die kommen auch sicherlich da rein, wo ich hin wollte. Nur leider für mich kein Reinkommen hier. Da muss ich die Kamera nochmal anschmeißen, ne? Hier sieht auch jeder Winkel gleich aus und ich finde mein Auto nicht wieder. Ich bin der Meinung, hab da geparkt. Und hier waren auch überall so eine Häuser. Und bin mit euch zuerst, mal sehen, da reingegangen. Das wird jetzt noch kurios. Wir lassen mal die Kamera an. Hier ist noch ein Mobiliar drin, sehe ich aus den 90ern, so eine Couch. Ey, mach keinen Scheiß jetzt nicht, dass sie mein Auto abgeschleppt haben. Wer fährt auch direkt auf dem Lost Place mit dem Auto? Da kann wieder nur ich sein. Wer geht auch verbotenerweise auf den Lost Place, obwohl die Führungen angeboten werden? Das kann wieder nur ich sein. So, die Aufregung ist jetzt verflogen. Mir ist es auch egal, ob ich gesehen werde oder nicht. Sehe ich so gefährlich aus? Warum quatscht man mich nicht an? Aber man sieht doch anhand des Rucksacks und so. Und der Kamera, gut, das erkennt man noch nicht als Kamera. Ne? Das sieht mir aus wie ein Schlagstock. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal mein Glück, dass ich ihn... Ey, haben die jetzt mein Auto abgeschleppt, die Schweine? Oder was ist hier los? Seid ihr nicht ganz acke? Ach, Freunde. So. Jetzt hat mich wieder ein Bauarbeiter gesehen. Also ich werde heute noch angesprochen, definitiv. Nee, da haben sie Kies aufgeladen. Ah, ich glaube... Das sieht aber auch alles gleich aus hier. Das ist ja gefährlich. Aber das ist gefährlich. Oh, Freunde, ich bin auch dreckig bis oben hin. Aber es ist es wert. Und für euch natürlich wieder schön zum Lachen, dass ich mein Auto nicht wiederfinde. Ne? Hier gibt es ja nicht so einen Film, ey Mann, wo ist mein Auto oder so. Oh, hier ist Bewegung. Ne? Kann ich ja mal filmen. Sonst glaubt ihr mir das ja nicht. Der Bagger fährt da hinten. Da arbeiten sie. Ah, nee, doch, ich glaube, ich habe mein Auto. Hier war mal alles, hier standen alles Gebäude. Unfassbar. Bitte, bitte. Nee, das ist auch nicht mein Auto. Haben die das Auto abgeschleppt? Nee, doch, da steht er. Oh, ey. Jetzt habe ich schon gedacht, die haben mein Auto abgeschleppt. Wirklich jetzt. Aber so schnell ein Abschleppdienst hierher, ich glaube, das würden sie nicht machen, ne? Mal gucken, vielleicht haben sie ja auch blockiert. Da steht er. Ja, wo soll ich? Ich bin raufgefahren auf dem Gelände und habe gedacht, huch, du bist ja schon drauf. Und wenn du dann noch mal hin und her fährst, ne, dann fällt es erst recht auf. Deswegen
lasse die Kiste stehen irgendwo in der Ecke, weil hier wird ja nicht gearbeitet. Und das macht man natürlich nicht, das sollte man natürlich nicht nachmachen, das ist klar. Und geh rein in die Gebäudejäger. Wenn du jetzt nochmal rausfährst, dann fällt es erst recht auf. Weil wenn ich jetzt rausfahre, dann fahre ich auch nach Hause, wollte ich gerade sagen. Dann fahre ich zum nächsten Hospiz. Dann ist mir das egal, was die Leute sagen, denken und mich anhalten. So, jetzt aber endgültig, Freunde. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ich habe mein Auto wieder gefunden. Ich bin so glücklich. Die Führung ist der Hammer, Alter. Was erlebt man mit mir immer nur? Entweder bin ich erwischt. Die anderen Geschichten darf ich noch nicht erzählen. Sind noch nicht rausgekommen. Das ist auch noch eine lustige Geschichte gewesen und gefährlich vor allem. Liken, teilen, abonnieren habe ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye bye. Macht's gut, euer Jirka.